Willkommen auf meinem Kanal, Tim AK Zero hier und wir spielen heute eine Runde Bioshock Infinite. Einmal kurz gucken, ob die Aufnahme läuft. Sie läuft. Ich glaube, wir waren bei der Finkton-Gesellschaft angekommen. Diesem guten, netten Fabrikanten, der doch alles daran setzt, seine Mitarbeiter klein zu halten. Dass sie sich doch in ihrer Rolle als armer Mensch wohlfühlen sollen. Und ich meine, den müssen wir überfallen, beziehungsweise Waffen. Da wäre ihr Waffenschmied. Wer schickt sie eigentlich zu ihm? Daisy Fitzroy. Entweder eine große Heldin oder eine üble Schurkin, je nachdem, wer von ihr spricht. Wenn sie uns ein Luftschiff liefert, kann sie von mir aus Kaiserin von China sein. So, was können wir denn? Bronco Hilfe verleiht die Fähigkeit, Spieleffekte von einem Gegner zum anderen zu übertragen. Also wir haben quasi schon sowas ähnliches. Dafür erhöht den Schaden. Hilfe brauchen wir auch nicht. Wir müssen... Wie kommen wir nach Finkton rein? Illegal. Suchen wir uns einen anderen Weg. Verzeihung, Sir. Aber es hat doch geheißen, hier gäbe es Arbeit. Meine Papiere sind alle in Ordnung. Kann schon sein, aber wir sind voll. Aber ich habe mein ganzes Geld für die Fahrt von Baxtontown hierher ausgegeben. Nun, wir nehmen so viele drittklassige Tagelöhner, wie wir im Moment wollen, okay? Und wenn ich morgen wiederkomme? Momentan arbeiten Sie nicht für Mr. Fink. Sie können also gehen, wohin Sie wollen. Ah, so ist das. Drittklassiger Tagelöhner. Man sieht schon wieder diese Rasse. Ich bin froh, dass der dran ist. Hat er es wirklich satt, diesen Nichtsnutzen dauernd das Gleiche zu sagen? Oh nein, er hat nur noch eine Stunde. Zaubere wieder ein Lächeln ins Gesicht und begrüße die Zukunft von Fink Industries. Segne und beschütze sie. Dann rauben wir euch mal alles. Ich glaube, diesen... Lockpicks. Davon kann man nicht genug haben. Wo? Wo sind Lockpicks? Ach da. Direkt mitnehmen. 13 Stück habe ich schon. Verschlossene Türen können wir damit aufmachen und... Safes. Vielleicht haben wir hier noch einen, zwei finden können. Oh, es gefällt mir auch, diese... kleine Empfangshalle hier. Schön designt, muss ich sagen. Okay. Also die ganzen Schilder hier. Das ist Unsinn. Booker, ein Lockpick. Her damit. Bitteschön, bitteschön. Damit machst du mir gleich mal die Sachen auf. Haha, die Frage ist, wenn sie das aufmacht, ob sie mich nicht angreifen. Das ist wieder so eine Sache. Probieren wir es einfach mal. Kannst du das öffnen? Oh, das wird nicht lange dauern. Bitte sehr. Okay. Ihr habt nichts gesehen. Ich gehe jetzt einfach mal die ganze Bude ausräumen. Machen das Mana voll. Und danach werde ich auf Schild... Ich fühle mich schon besser. Also nicht auf Leben, sondern auf Schild. Warum auf Schild? Weil es sich regeneriert. Und zwar schneller, als ich mich heilen könnte. Was ist das? Achso, der Granatwerfer, den will ich nicht. Nehmen wir auch nochmal mit. Das ist das Scharfschützengewehr. Interessant, dass die Leute das nicht stört hier, dass ich hier mit so einem Gewehr durch die Gegend laufe. Aber das, ne, ist gut, ne? Gefällt dir mein MG? Ja. So, noch eine Maschine, die sagt, wir können hier nicht arbeiten. Wo können wir hin? Wahrscheinlich nach... Kannst nicht Shift drücken. Gehen wir mal hier hin.
Elizabeth, hilfst du mal? Fertig. Da drüben, ein Lastenaufzug. Der bringt uns nach Finkton. Und kostet uns unterwegs das Leben. Warum soll ein Lastenaufzug das Leben kosten? Wer ist da? Oh, shit. Zum Ruhme, Columbia. Kann ich den Bronco hier nutzen? Ich hoffe doch mal. Ja, denn das ist der Bronco, glaube ich. Ernte, was du gesehen hast. Nee, geht nicht. Laufen wir mal. Zu viel Damage. Ich verfehle nie mein Ziel, denn ich sehe durch die Augen des Propheten. Zucker, das Getriebe! Alles klar, aus Getriebe. Ob ich da hinten dran komme, so. Jetzt habe ich ihn! Habe ich ihn? Jawohl, der ist down. Da fehlen nur noch ein, zwei. Na komm. Man sieht, Schild ist so extrem schnell voll. Ich hätte vielleicht als erstes auf Schild gehen sollen. Was war das? Der Bronco? Den wollte ich nicht. Ich brauche die Raben. Hab ihn gefunden! Ich hab Munition gefunden! Oh my goodness. Einer von denen Munition hat. Ich glaube, meine... Wir haben alle MG-Munition. Mein Scharfschützengewehr muss ich wohl liegen lassen. Schade. Ach, nehmen wir das MG mit. Genau, das hat mir gerade hingeworfen. Aber die haben alle ordentlich Munition. Ich überlege gerade, ob ich nicht vielleicht doch den upgraden soll. Also die Pistole. Könnte ich ja... Na toll. Jetzt kommst du mit Scharfschützengewehr-Muni an. Wo ist es denn... Lockpick nehmen wir mit. Hier, für die Karte. Okay, hier. Thank you. Das ist auch ein Lockpick. Nö, irgendwas anderes. Gesundheitsmunition brauchen wir nicht. An Häftlinge getestete Produkte für ihre Sicherheit. Geldbörse mitnehmen, ganz wichtig. Munition für Panzerfaust, okay. Munition für Revolver. Wir haben gar keinen Revolver. Noch nie gehabt. Das nennen Sie eine Knarre. Nee. Revolver-Munition habe ich, aber keine Pistole, kein Revolver. Pistole schon. Ich glaube, da kommt noch eine Art Magnum oder so. Auf jeden Fall werde ich die dann aufrüsten, wenn es die wirklich gibt.
Schließfächer. Und hier müsste, genau, hier müsste dann das der richtige Tresor sein. Ich glaube, ich habe immer nur noch 4 Muni. Das reicht nicht. Ich bin mal ein bisschen eine Überschrotflinte. Der Waffenschmied Chen Lin, gesucht wegen Kontakten zur gesetzlosen Daisy Fitzroy. Unser Mann ist anscheinend ausgeflogen. Das ist nicht gut, oder? Nein. Versuchen wir es mal. Das Schloss aufzuknacken? Das kriege ich hin. Bitteschön. Ja, ganz ehrlich, dafür werde ich nicht wieder Lockpicks verschwenden. Die sind so schwer zu finden. Hier ist etwas Geld. Hep. Thank you. Elizabeth, du machst mich so glücklich. Eine Frau, die einen mit Geld versorgt. Ah. Zack. Booker, da, Slates Schrank. Er muss hier gearbeitet haben. Das Tagebuch meiner Mutter. Wieso hatte Slate es? Mein Mann behauptet dauernd, das Kind wurde von Gott erschaffen. Durch Gottes Willen. Ich bin gläubig, aber nicht dumm. Sein Bastard soll nicht unter diesem Dach aufwachsen. Meine Mutter. Sie ließ mich in diesen Turm sperren. Elizabeth. Ich will raus aus dieser Stadt. Bitte. Aber klar doch, kein Problem. Ich habe 2 Platten noch ordentlich anhören kann. Werde ich noch eben... Oder... Mache ich mal eben noch. Ich bin im Besitz des persönlichen Tagebuchs von Comstocks Frau. Es entlarvt diesen Unsinn von wegen Wunderkind als Lüge. Sie hat das Kind nicht geliebt. Es scheint, die geheiligte Lady hätte den Spross des Propheten... Ich grüße euch. Mein Name ist Jeremiah Fink. Und ich möchte euch mitteilen, woran ich glaube. Was ist das bewundernswerteste Tier auf Gottes Erde? Die Biene. Habt ihr schon mal eine Biene im Urlaub gesehen? Oder eine Biene, die krank macht? Nun, Freunde, die Antwort ist... Nein. Und darum, seid wie Bienen. Seid wie Bienen. Ein Mensch, der keinen Urlaub mag. Hallo, Mr. Fitz. Hallo? Mr. DeWitt? Ja? Mr. Fink will Sie sprechen. Was ist denn? DeWitt? Fink hier. Hören Sie, mein Junge, wir hatten Sie im Auge. Und ich kann Ihnen sagen, Sie sind unser Top-Kandidat. Top! Mein Partner, Mr. Flambeau, hilft Ihnen, falls Sie etwas brauchen. Was sollte das denn? Keine Ahnung. Der ist ja merkwürdig erfreut, Sie kennenzulernen. Sehr interessant, der Mann. Tja, der Mann hat ein Ego. Was für eins. So. Schauen wir mal. Sieht nicht so gut aus, in den Keller zu fahren. Gucken, was uns da erwartet. Bestimmt mal der erste Boss. Oder mal Zeit, ehrlich gesagt. Einige fragen mich. Wieso werden wir mit Marken bezahlt, die nur im firmeneigenen Laden gültig sind? Ich sag euch was. Ich lasse nicht zu, dass man euch armen Leute in irgendeinem zwielichtigen Laden abkocht. Der Fink Company Store bietet euch Fink-Produkte. Zu Preisen speziell für die Fink-Arbeiter. Ah, wahrscheinlich noch überteuerte Preise, wie es aussieht. Mr. DeWitt, willkommen in Finkton. Sie finden hier eine Reihe verschiedener Utensilien für die Dauer Ihres Besuches. Revolver, da ist er doch.
Verzeihung, Miss, aber Mr. Finks Interesse gilt nur dem Gentleman. Warum? Bedauere, junge Dame. Aber Fragen über die Bewerbung des Gentlemans sollten direkt an Mr. Fink gerichtet werden. Finden Sie, dass das eine gute Entwicklung ist? Ich finde das nämlich überhaupt nicht. Ja, nein. Nein, aber... Wir brauchen einen Kohlentransport. Die Kohle muss von... Wie sieht's aus? Zum Waffenschmied oder im Uhrenladen Vorräte auffüllen? Einige 15 Minuten. Was ist der Waffenschmied? 10 Minuten. Wer bietet 9? Ich bitte 9. Jedes Lebewesen hat seinen Platz. 9 Minuten. Wer sagt 8? Hätten sich die Pharaos in Ägypten auf ihre Pyramiden stellen können, hätten die Israeliten nicht die Steine dafür gemacht. Hätten die Industriekapitäne Bahn fahren können, hätten die Chinesen nicht die Schienen gelegt. Also, komm hoch. Die Geschichte wird auf dem Boden. Hier ist der Booker. Chen Lin, Waffenschmied. Ne, da will ich noch nicht hin. 20 Minuten. Höre ich 19? 18 Minuten sind jetzt geboten. 17! Das Angebot steht jetzt bei 17 Minuten. 14! 14! Wir stehen bei 14 Minuten. 10! 10! 10! 59! 59! Jemand drunter? 9 und 10! 9, 10! 9! 9! 8, 33! Ich höre 8, 33! 8, 33! 8, 33! Der Klempnerjob geht an den Arbeiter im grünen Hemd. Aha, wir versteigern ja also Jobs. Ich mach mal eine kurze Pause. Und... Okay. Das ist ein Finkmann, ein effizienter Mann. Keine weiteren Jobs für heute. Geht heim. Geht heim. Nein, ich brauche den Job. Meine Familie muss essen. Wir brauchen Arbeit. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Verschwindet. Geht nach Hause. Das ist grausam. Aber gut, wir machen eine Pause, denn es scheint mir ein interessanter Abschnitt zu sein und es wäre schade, mittendrin aufzuhören. Also, danke und bis zum nächsten Mal.